Also der Unterschied zwischen einem Maker und einem Heimwerker ist jetzt für mich eigentlich so, dass ein Heimwerker nicht digital schafft. Als kleines Kind habe ich schon mit meiner Oma zusammen Kleider selber gemacht, weil ich es cool gefunden habe, selber die eigenen Stoffe auszusuchen und dann das nachher auch noch selber nähen. Und habe eigentlich immer Sachen selber gemacht, irgendwie Händchen für andere aus Fell zusammengenäht. Und jetzt, wo es um die digitale Produktion geht, geht es eigentlich so wie fließend ineinander rein. Es ist einfach nochmal eine andere Technik, die du brauchst, um nachher quasi ein Objekt zu haben. Und seither ist es so, dass wir das FabLab Zürich hier haben, schon seit 6 Jahren. Ich arbeite hier als sogenannte Lab-Managerin und mache aber auch meine eigenen Projekte. Wenn ich einen Stuhl daheim brauche oder einen Lounge-Chair, kann ich mir den 3D modeln und kann an der CNC-Fräse ausfräsen und dann nachher zusammenbauen und habe nachher meinen eigenen Stuhl. Du machst auf dem Computer deine Zeichnung und tust sie nachher auf Maschinen übertragen und die tut sie dann entweder ausprinten oder du fräsest etwas aus. Oder du machst nachher dein Gestrick. Und ohne digitale Software geht das eigentlich gar nicht. Dass die Maker-Bewegung gerade jetzt kommt, also es ist schon ein paar Jahre, dass man sagt, es gäbe Makers. Also ich nehme an, dass der Überfluss so gross ist an Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und man möchte eigentlich auch die eigenen Kreationen haben. Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, ist es aus einem gestalterischen Gedanken gekommen, wo sich gemischt hat eigentlich auch mit einem nachhaltigen Gedanken. Also zum Beispiel eben jetzt gerade direkt mit den Strickmaschinen ist so, dass ich nicht möchte in all diesen Geschäften posten, wo alles irgendwie im Osten produziert wird, sondern ich finde, ich möchte es eigentlich lieber selber hier machen. Ich habe nachher auch genau die Form oder das coole Design, das ich eigentlich möchte. Und dann weiss, es wird nicht einfach auf Halde produziert. Und das finde ich eigentlich ja, das Wichtige daran.